Moin, moin, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Training in Spanien mit dem Virus. Hi, Spanien, ja. So, wie wir gerade so sehen, die beiden Ferrari nach vorne und der Hamilton. Dann machen wir mal. Wir sind aber unter den ersten 10. Wie super. Also, ne, wir halten uns eigentlich ziemlich gut mit unseren schlechten Autos. Besser als gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Oder eigentlich sollte ich jetzt lügen. Eigentlich hätten wir besser sein können, aber wir Wollte hauen uns gerade immer sagen, gegenseitig ja. immer einen auf den Sack. Das ist unglaublich, ist das, ey. Aber man ist Mensch und keine Maschine. Oh, es ist dunkel. Session Info. Wir gucken mal auf das Wetter. Was sagt das Wetter? Training ist Training. trocken. Alles Alles klar. trocken, sehr schön. Auf los geht's los, ey. Obwohl ich mich freuen würde, mit dem Toro Ganz Rosso im frisch. Regen zu fahren. Ich Wetter glaube, da wird hätte ich auch wieder Vorteile, weil meiner nicht so unterdurch schnell niedrige Gefühle ist. für Ha? Schnee Ha? getroffen. Oh, hier fährt man mit den harten Reifen sogar als erstes. Die haben wir noch nie gehabt. Orange oder was soll das sein? Ja, wahrscheinlich Ja. orange. Krass. Aber warum lege ich denn das Tablet jetzt wieder aus der Hand? Ah, Oh. gib wieder her. Hier die Strecke ist schön kurvenreich, sehe ich gerade. Ach nein, Das freut. Spanien. Das freut ungemein. Ah, jetzt ist nur die Frage, gehe ich auf. Nee, komm. Ja, ab, raus mit uns. Sind die Obwohl, einzigsten, so die schlimm sind draußen die Kurven sind. ja gar nicht. Ne, jetzt in Spanien nicht, vom ersten Mal. Ja, doch, Sie Mama, sind aber manchmal bekannt wieder von. am Gucken. Oh Scheiße, die Sonne steht tief, wenn ihr runterfährst. Es blendet ein bisschen. Oh nö, wen habe ich denn da vor mir? Nein, 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 nein! Scheiß verhurtes Gras, Boxenstopp. okay. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, Box. Dein Frontflügel ist beschädigt. Ich Dann musst du weiß, das Auto mein. jetzt beeilen. Chef, sei leise! Verdammt nochmal! Okay, geht in Ordnung. Wieso Verdammter hat er das Penner! jetzt, die Änderung jetzt nicht angenommen, der Drecksack? Nee. Oder fahre ich wenigstens eine Zeit? Nee, mit dem Spoiler fahre ich nirgendwo hin. Ja. Problem ist, die Kurven kann man ziemlich flott fahren. Da habe ich natürlich dann ein bisschen Arschkarte. Ja, verwandelt rasende Boxengasse. Dieser scheiß Boxweg ist aber auch arschlang. Krise, 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 Krise. Dann schiebt mich wieder rein. Das dauert wieder 30 Jahre. Da kann man wieder Social Media abchecken hier, ey. Schieb den Wal zurück ins Meer. Na, na, nie. Ach hier, die S-Kurve vor Start und hast du nicht ge. Oh, da wollen wir noch Es mal gucken, dauert und dauert und was wir man auf schaffen den es. harten Reifen für eine Zeit ballern kann. Ach so. Wenn mal wieder neue Kopfhörer zum Testen, wäre mal nicht schlecht, Daniel. Was? No Haben neues wir schon Head, noch so ein welche? neues Headset hier von Teufel oder sowas zum Beispiel. Das wäre geil. LOL. Ja, komm, fahr. Also man merkt schon mit den harten Reifen, das ist nicht so Knorke. Mit denen um die Kurven zu fahren. Alter, die scheiß Sonne. Ach, Hülkenberg, gib Gas, komm. Aber geiler Effekt mit der Sonne und so. Also gut gemacht, Ja, ey. klar. Das auf jeden Fall. Kommt von den Curbs runter, Mensch. Ja, da haut er. Siehst du,
Ja, Daniel, direkt die Zeit knallt. Ja, super, die hält aber nicht lange. Oh, bremst doch. Boxenstopp. Spätestens, wenn du gleich irgendwie eine Zeit donnerst oder irgendwer von den Mercedes-Jungs, ist die eh wieder weg. Komm rum, Mann! Oh, hier muss man aber echt aufpassen mit Schlittern und so hier bei der... Naja. Strecke. Oder es kommt durch die harten Reifen, dass die Kacke sind. Diese scheiß SQ-Formation hier vor dem Start-Zielgeraden, die ist echt nervig. Wenn man die gut kriegt und da gut durchkommt, dann hat sich alles schon entschieden, meistens für eine gute Zeit. Ach, Hülki. Ich habe zwar denselben Motor wie du, aber bin trotzdem schneller. Oh, hier darf man sogar mit 80 reinfahren. Sehr schön. Okay, zu früh. Was ist passiert? Ich bin zu früh vom Gas runtergegangen. Lieber zu früh als schon zu spät, Mann. Ja, aber wieder ein bisschen was verschenkt. Gut, im Training ist eh wurscht. Warum kann Rennen und Qualify nicht genauso gelassen sein wie Training? Ey, das wäre geil. Einfach nur eine schnelle Zeit fahren und wer die schnellste Zeit hat, gewinnt. Punkt. Wäre nicht so gut für mich. So, Setup. So, jetzt möchte ich mal gerne wissen, warum du mein Setup nicht gespeichert hast, du blödes Rindvieh. Ach, fuck, jetzt habe ich wieder gepennt. Nochmal das Tablet her, danke. Hier darf man auch nur die weicheste Reifenmischung ist nur der S. Ach je, nee. Hier in Spanien müssen die Reifen ja ziemlich hart rangenommen werden anscheinend. Ach nö, ich sehe sie schon draußen alle vorbeidüsen. Oh nö. Jetzt kommt der Virus gleich über Start und Ziel. Bin mal gespannt, was er raushaut. Ach man, bleib beim zweiten, Mensch. Ich hab, das eine, ich weiß nicht, ob das der dritte oder zweite Streckenabschnitt, den verkacke ich voll, ey. Das ist voll für den Arsch. Kannst du ja gucken gleich auf die Zeiten, dann weißt du es ja. Ich nehme an, dass es der dritte ist mit der S-Kurve da. Boah, mit der Sonne, das nervt irgendwie so ein bisschen. Entschuldigung, Van Dorn. Doch gar nichts gemacht. Das gibt's doch nicht, ey.
Ferrarin ist ein bisschen zu früh auf die Bremse gelatscht und schon ist wieder. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese. Fahr rein, ich hab Bock mehr, mir abzubrechen hier auf der Kackstrecke. Jawohl. Ja, mir reicht der zweite Platz. Oh, er fährt schon wieder. Boxenstopp. Leck mir am Arsch, Alter. Ja, für mein Auto liegt die Strecke gut, weil du hast halt viele Kurven. Und die Geraden, die reicht nur, die, du hast eigentlich nur die große Start-Ziel-Gerade, wo du wirklich Gas geben kannst. Ui, ui, ui. Vor allen Dingen, man muss echt aufpassen, dass man nicht über die Curbs drüber kommt wegen Rutschen und Schlittern und so. Boom-shakalaka, it's a boom-shakaraka. Ja. So. Mach mal hin, Ach man, 1,26, 761 und du hast 1,25, 836. Ich war gar nicht so weit weg von dir. Bin. Nee. Ein bisschen mehr als eine Sekunde reicht doch. Boah. So, Ferrari ist es auch. Vettel hat 5, Hülkenberg 4, Verstappen 3. Alles klar, mit dem Bremsen bei der Boxengasse, das müssen wir noch ein bisschen üben. Ach nee, hast du jetzt auch Verwarnung oder was? Nö, ich war wieder zu langsam. Schon wieder? Ja. Ja, Strafe wegen zu hart, wegen rasender Boxengasse kriege ich eigentlich nie. Dafür bist du zuständig bei uns. So, dann lassen wir uns noch eben schnell reinschieben und dann gucken wir mal auf die Zeiten. Perez, komm schon! Weiß gar nicht, ob der jetzt in der Trainingsrunde ist oder ob der in der. Steht auch da, ob da Inlap, Outlap, fliegende Runde oder sonst was steht. Outlap, wo soll das denn stehen? Nee, Perez ist auf normaler Runde. Also bei dem zählt's jetzt. Ja, ja, ich hab's gesehen in der. Streckenabschnitt 2 hat eine gute Zeit gemacht. Na, ja, jetzt sind alle die üblichen Verdächtigen draußen, aber egal. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns zur Qualifikation. Jo, würde ich auch sagen. Und dann schauen wir mal weiter. Bis später. Ciao mit V. We'll be right back.